Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Und wie funktioniert das, wenn da jetzt so Textaufgaben sind? Zum Beispiel habe ich da, bei uns im Buch ist das die Nummer 346, gell? Welche Zahl musst du um 20 vermehren, um 48 zu erhalten? Okay. Welche Zahl? Die wissen wir nicht, aber wir können sie inzwischen anschreiben, weil das ist die unbekannte Zahl. Dann geht's da weiter im Text. Musst du um 20 vermehren? Ja, da muss man sich jetzt halt dann erinnern, was heißt das? Plus, minus, mal, dividiert? Na, vermehren um 20 heißt, ich zähle 20 dazu. Weiter im Text. Um 48 zu erhalten. Also, welche Zahl musst du um 20 vermehren, damit du 48 erhältst? Gell? Irgendeine unbekannte Zahl plus 20 ist gleich 48. Wenn ich jetzt von 48 20 wegzähle, dann komme ich drauf, das sind ja 28. Vermute ich mal. Machen wir die Probe? Es reicht doch, wenn ich P schreibe, gell? Dann nehme ich wieder die ursprüngliche Gleichung und statt dem x setze ich jetzt das ein, was ich da ausgerechnet habe. 28 plus 20 ist gleich 48. Jetzt habe ich wieder eine Gleichung mit zwei Seiten. Links und rechts. 28 plus 20, das sind 48, ist gleich, auf der rechten Seite steht 48. 48 ist gleich 48, das ist eine wahre Aussage. Und damit ist unsere Lösungsmenge 28. Nicht auf die Idee kommen, da 48 hinschreiben, gell? Ob das vielleicht mit Multiplikation und so auch funktioniert? 8 mal, jetzt nehmen wir irgendeine andere, f. F habe ich schon lange nicht mehr gehabt. 8 mal f ist 56. Da können wir uns auch wieder erinnern. Wenn 8 mal irgendwas 56 ist, dann kann ich doch 56 durch 8 dividieren. Was kommt dann raus? F ist gleich 7. Das ist jetzt einmal die Vermutung. Machen wir die Probe. 8 mal statt dem f setze ich jetzt den 7er ein. Ist gleich 56. Linke Seite. 8 mal 7 ist 56. Das kleine 1x1, das können wir inzwischen schon gut. Rechte Seite, da steht 56. Ein Blick drauf. 56 ist gleich 56. Wahre Aussage. Lösungsmenge ist gleich. Nicht auf die Idee kommen, 56 hinschreiben, gell? 7. Weil das ist ja das, was wir ausgerechnet haben. Wenn da mal ein Blödsinn rauskommt, gell, dann schaut das vielleicht so aus. 8 mal f ist 56. Ha, willst du sagen, das kann ich doch gleich. Ich tue da 56 durch 8 dividieren, das ist 6, also f ist gleich 6. Da könnt ihr jetzt hinschreiben, Lösungsmenge ist gleich 6, aber jetzt machen wir mal die Probe. 8 mal, statt dem f setze ich jetzt den 6er ein, ist gleich 56. So, linke Seite 8 mal 6, rechte Seite 56. Schauen wir mal, 8 mal 6 ist 48, ist gleich rechte Seite 56. Und wenn man sowas sieht, gell, 48 ist gleich 56. Boah. Falsche Aussage. Dann weiß man sofort, da habe ich mir irgendwo verrechnet. Das kann nicht stimmen. Und bloß nicht sagen, gell?
Ach, ist wurscht. Ich schreibe einfach jetzt mal hin. Lösungsmenge ist 6. Tu es vielleicht noch schön doppelt unterstreichen. Und mach noch ein Smiley hin. Nix. Das ist Schmarrn. Okay, das probieren wir jetzt alles ein bisschen aus.